Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lutzert Lindemann. Ich bin der Gitterdoc aus Berlin. Und ich bin Anthony Schneider von Luke Guitars. Heute wollen wir euch einen kleinen Leckerbissen vorstellen, unsere Luke Oktober. Ausgehend für die Entstehung dieser Gitarre war, dass ich im Oktober einen wunderschönen grünen, also fast genau wie das Burst hier ist, ein schönes Ahornblatt gefunden habe von einem Spitzahorn, der bei uns hier vor der Werkstatt steht. Im gleichen Zusammenhang habe ich sofort gesehen, dieses Ahornblatt mit dem Zuckerahorn-Griffbrett, was ich gleich nochmal zeige, zu kombinieren und dieses Instrument daraus zu bauen. Also wir haben das Ahornblatt digitalisiert, bearbeitet und haben das als UV-Druck auf eine Erlendecke obendrauf gesetzt. Und diese Kombination, die wir hier haben, die ich eigentlich sofort gesehen habe, war dieser Zuckerahorn. Das ist ein Zuckerahorn aus Kanada. Wir nennen den übrigens Porn Maple. Der hat eine unglaubliche Flamme, unglaubliche Zeichnung. Also so wie Biker sich das manchmal auf ihren Tank von ihrem Motorrad drauf lackieren lassen oder eben diese Freaks mit den Autos das auf die Kotflügel drauf machen lassen. Das haben wir hier einfach mal so im Holz, das haben wir gefunden. Leider. Nur ganz, ganz wenig. Das war ein Messerrest. Davon haben wir 8 oder 9 insgesamt. 9 Griffbretter. Ja. Da kommt jetzt noch demnächst ein anderes Modell, unsere Atacama, wo das verbaut ist. Das heißt, leider von vornherein, diese Gitarre ist limitiert. Aber noch zu haben. Ja, mit dem Griffbrett. Mit dem Zuckerahorn aus Kanada. Genau. Okay. Beim Körper haben wir hier unsere Brandenburger Mondholzerle. Das Besondere daran ist hier... Magst du das nochmal erläutern mit dem Mondholz? Das Mondholz, ja. Wir schlagen unsere Erle bei Vollmond oder an dem Tag nach Vollmond, weil sich bei Vollmond die Kapillaren in den Zellen öffnen, die weiten sich. Und in dem Moment, wo ich den Baum zu diesem Zeitpunkt fälle, bleiben diese Kapillaren offen. Das heißt, das Holz trocknet sehr viel schneller und das Verhältnis zwischen Holz und Wasser ist gleichzeitig geringer. Genau, also wir sind da, wir haben keinen esoterischen Futzel im Hintergrund, müssen aber tatsächlich eins feststellen. Dieses Holz, das können wir schon nach 2 oder maximum 3 Jahren können wir das schon verarbeiten. Bei dieser Stärke. Ja, das ist so ausgeschlafen, das ist so ruhig, das ist so entspannt. Und genau das Gleiche ist es auch hinterher im Klang. Also wir wissen jetzt nicht, wie eine Erle klingt, die wir jetzt im Sommer schlagen würden, bei zunehmendem, abnehmenden oder eben... Das können wir nicht sagen, weil wir uns einfach auf diesen Zeitpunkt festgelegt haben, das jedes Jahr machen. Wir können aber sagen, dieses Holz ist wirklich unglaublich charmant. Und das ist es im Ton hinterher auch. Ausgewogen, warm, gute Ansprache, gutes Ausschwingverhalten, eine unglaubliche Homogenität, die eigentlich da ist. Ne? Und wir wissen durch die Holzfeuchtemessungen, dass die Bäume im Januar nur also knapp 30% Holzfeuchte haben. Ja, genau. Und dann eben nach 2 Jahren Lagerung draußen sind wir schon auf 15-60% runter. Ja, ja, genau. Weil während der, also wenn der, die Erde schlägt ja schon sehr früh an. Die bildet ja schon ganz früh ihre Blätterchen. Und in dem Augenblick, wo ein Baum wieder nach dem Winter zum Leben erweckt, zieht er ja 100 Liter am Tag, zieht er hoch und bildet eben seine Knospen aus und seine Blätter aus. Und wenn wir das ernten, ist das innerhalb der Ruhezeit des Winters, wo der Baum eigentlich Winterschlaf hält. Das Besondere an der Oktober ist jetzt hier noch, dass wir einen einteiligen Körper verwendet haben. Genau. Wenn wir die Erle aufschneiden, dann haben wir so, würde man sagen, knapp 30% Einteiler, die wir rauskriegen. Der Rest sind Zweiteiler. Und von den 30% Einteiler müssen wir nach 3-4 Jahren trotzdem nochmal einen Schnitt machen, weil sie sich so stark verwunden haben im Trocknungsprozess, dass es nicht mehr reicht, dann Einteiler draus zu machen. Aber die wenigen, die übrig bleiben, die lassen wir dann halt für die besonderen Modelle. Und das ist jetzt hier ein Einteiler, den wir gelightweightet haben. Das heißt, wir haben Bohrungen in den Körper reingemacht, deren Durchmesser maximal so groß ist wie die längste Wellenlänge, die wir auf dem Instrument spielen können. Und haben dann aus dem gleichen Block eine 4 mm starke Erledecke aufgeleimt, auf der wir den UV-Druck drucken lassen haben. Genau. Also nochmal zu den Bohrungen.
vielleicht gesagt, die Industrie chambert. Das kennt ihr vielleicht, die machen also relativ große Kammern in die Körper rein und in diesen Körpern entsteht eine eigene Frequenz und die kann kontraproduktiv sein zu der Schwingung der Saite, die wir eigentlich haben. Da entstehen manchmal Interferenzen. Wir hören das. Ja, man könnte es ja auch durch Abklopfen schon rausfinden, ob da eine Kammer drin ist. Und bei diesen Bohrungen, die man macht, da ist nichts. Da hört man das einfach nicht. Genau. Ja. Wir machen auch gar nicht viel rein. Die Erde ist nicht so schwer. Das muss man sich auch mal überlegen. Eine europäische Erde mit dem Gewicht, das ist super selten. Ja. Ja, dann haben wir die Decke noch eingefasst in Ahornbinding mit schwarzem Trennstreifen, das gleiche am Griffbrett. Und der Hals ist ein Belitzer Ahorn mit stehenden Jahrringen. Genau, das Griffbrett aus Zuckerahorn aus Kanada. Und weil das so unglaublich schön ist, dieser Ahorn, haben wir auch auf Top Dots oder andere Kennzeichnungen an den einschlägigen Bünden haben wir verzichtet. Die hat Side Dots, ja. sodass man sich da orientieren kann als Spieler. Aber ich wollte einfach dieses wunderschöne Bild wollte ich nicht durchbrechen mit Griffbretteinlagen. Tonabnehmer oder einfach mal die Hardware, das ist eine Clusen Double Line. Mhm. Dann haben wir hier von ABM eine Wraparound Bridge, die ist gefräst aus Messing und dann anschließend vernickelt und verchromt. Dann haben wir Tonabnehmer drin, wahlweise P90 von Ember. Oder wie in diesem Fall, weil ich mir es gewünscht habe, ein Originalset aus den 50er Jahren, P90s. Da muss man natürlich vorweg schießen. So ein Set wird heutzutage zwischen 2.000 und 2.500 Euro gehandelt. Aber unschlagbar im Ton. Hier ist ein Panoramaregler, der einfach nur zwischen den Tonabnehmern stufenlos hin und her pegelt. Ja, und das Routing, E-Fach-Routing haben wir von hinten angelegt. Damit wir vorne nichts auf der Decke haben. Ja. Und es ist Platz genug, da einen Schalter noch einzubauen. Oder ein Volume-Routing. Wenn das jemand möchte. Dann hören Sie uns an. Dann hören wir uns an.